Kinder, heute möchte ich eine Geschichte erzählen, die schon lange zurückliegt. Aber gerade jetzt, in eurem Alter, von großer Bedeutung ist. Einschleimen bei Oma fürs Erbe? Teenager-Schwangerschaft? Oh Gott, nein! Heute geht es darum, wie ich mein Abitur gemacht habe. Und dauert das lange? Gib mir 20 Minuten. Beginnen möchte ich meine Erzählung mit einem x-beliebigen Tag am Elisabeth-Langisser-Gymnasium in Alzey während dem Schuljahr 2017-18. Ich besuchte bereits die 13. Klasse und steckte mitten im Abi, Vorbereitungsstress. Zum Glück hatte ich meine kleine Gang, die mich bei allem unterstützte. Allen voran mein damals bester Freund Fabio, mit dem mich eine tiefgehende Männerfreundschaft verband. Jan, was ist mir jetzt denn noch passiert? Sollten echt aufhören, so viel davon zu trinken. Schokomilch. Er meinte Schokomilch. Nur noch hochwertige Schokomilch. Onkel Fabio war schon damals wie heute mit Tante Chiara zusammen. Allerdings führten sie damals eine dieser Teenager-Beziehungen, die aus heutiger Sicht eher schwer zu verstehen sind. Sie lebten wie in einer Symbiose, in der keiner der beiden ohne seinen Partner überleben konnte. Nur noch hochwertige Schokomilch. Ich vertrag ja auch gar nichts, ihr Muschis. Oh. Was ist denn? Meine Freundin hat mir gerade geschrieben, dass sie an mich glaubt. Wow, das ist die Frau fürs Leben. Heirate sie. Das ist die Geschichte, wie ein Fremder auf dem Schulklo für die spätere Ehe von Fabio und Chiara sorgte. Und das trotz des dunklen Geheimnisses von Chiara. Aber später mehr dazu. Ihre Beziehung wurde mit der Zeit irgendwann so stark, dass beide sogar telepathisch kommunizieren konnten. Baby? Ja, Hase? Kannst du vielleicht für mich mit Frau Berg reden? Och, Baby, traust du dich immer noch nicht, ihm mitzuteilen, dass es nur ein Bio-Grundkurs ist und sie aufhören soll, ich wie einen Leistungskurs zu behandeln? Wenn ich du wäre, würde ich direkt zu ihr gehen und sie offen ansprechen, ob eine Chance besteht. Ich überlege zwar auch, es bei Franzi zu probieren, aber sie ist nur eine solide 6,5. Ach egal, wenn du es sagst, Chiara. Das bringt uns zu Florian. Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, warum er Teil unserer Gruppe war. Er war eigentlich durchgängig mit etwas anderem und nach seiner Meinung wichtigerem beschäftigt. Bitches. Zum einen gab es die klassischen Anmachsprüche. Trink das nicht. Warum? Hat dir was reingetragen. Wer? Er. Danke. Mein Penis erfüllt deine Wünsche, wenn du fest genug dran rubbelst. Allerdings gab es auch extrem kreative und kostspielige Wege. Kann jemand Sanitäter rufen? Hä, hey, was ist denn überhaupt los? Alles wird gut. Probier nicht zu reden. Hier, trink was. Okay. Hallo? Was passiert? Sie hat einen schweren Sturz. Wahrscheinlich innere Blutung und alles. Was für ein Sturz? Ich könnte schwören, dass du aus dem Himmel gefallen bist. Engel. Oh, Mann, ey. Man ist halt echt an ihrer Rückhand im Tennisverein gearbeitet. Was hab ich verpasst? Oh, Alter! Warum? Die Aufwärmung bitte. Du erinnerst dich? Nein. Hey. Hast du Vanessa heute schon gesehen? Nein. Sieht brutal gut aus. Wetten, schaffst du es nicht mehr zu lernen? Herausforderung angenommen. Aufwärmung bitte? Okay. Boah, nichts anderes als du Butterbirne verdient. Kinder, das war Tante Negin und sie hatte ein schlimmeres Wort als Butterbirne verwendet. Sie war in der 6. Klasse zu uns gekommen und seither hatte ich mich etwas in sie verguckt. Komm auf den Punkt. Okay, also, Negin. Sie unterschied sich im Rest zu uns vor allem durch ihre extrem guten Noten. Und Negin, was hast du so für ein Gefühl? Ich glaube, ich hab voll verkackt. Halt's Maul. Und Negin, was hast du? 15 Punkte. Und Negin, diesmal wieder ein schlechtes Gefühl. Und Negin, was hast du? 15 Punkte. Negin, ich muss ja gar nicht fragen, du hast eh verkackt, oder? Ja, ich glaube schon. Alles klar. Und Negin, was hast du? 15 Punkte. Überraschung. Und Negin, mal wieder verkackt? Oh Flo, sprich nicht drüber, ich hab's wirklich verkackt diesmal. Jetzt reicht's.
Und Negin, was hast du? 15 Punkte. Flo! Ja. Das war eigentlich gar nicht stark, oder? Ist noch gut. Ja. Wow, Flo, das sieht schmerzhaft aus. Hast du der Essensausgabe in der Mensa wieder gesagt, dass nicht nur Erdnüsse in diesem Raum nicht anschwellen lassen? Ich habe schon mal eine Creme gesehen. Halt die Klappe. Okay. Clara, oh, wo warst du eigentlich letztens ein paar Mal in Chemie? Stimmt, in Musik warst du auch noch im Glück gehabt in letzter Zeit. Herr Wagner rechnet schon gar nicht mehr mit dir in Englisch. Kinder, ihr wisst noch, wie ich euch das dunkle Geheimnis von Chiara versprochen habe. Das ist die Auflösung. Ich schwänze! Wow, Chiara, wow. Applaus. Jeder schwänzt. Sogar Negin. Ich schwänze nie. Ja, sogar Negin, unsere Münsterschülerin, schwänzt. Ich schwänze nicht, Flo. Natürlich nicht. Chiara, was genau tust du aber, wenn du dir die ganze Zeit frei nimmst? Shoppen. Shoppen? Ja, shoppen. Ich weiß, es ist nicht die sinnvollste Nutzung von Zeit und Geld, aber ich brauche das, um den Schulstress auszugleichen. Was für ein Schulstress, wenn du dir die ganze Zeit frei nimmst? Ist das der Grund, warum ich dir die ganze Zeit Geld geben muss? Und ich dachte wirklich, das ist für die Lady, die dir mal das Leben gerettet hat und jetzt im Schöneberger arbeitet. Ja, hast du ein neues Top. Endlich bemerkt mal jemand. Hör auf abzulenken. Das ist ein ernsthaftes Problem. Das ist echt scheiße. Hör auf damit. Das wirkt nur bei Lehrern. Um diesen Satz zu verstehen, müssen wir uns Chiaras patentierten Weg zu guten Noten anschauen. Nur 8 Punkte. Mehr waren da drin. Was soll das denn jetzt? Kommen Sie, wenn Sie Ihren Mund da jetzt halten, machen wir 10 Punkte drauf. Okay. Bitteschön. Dankeschön. Super. Tut mir leid. Sag mal, bin ich die Wohlfahrt oder was? Ach komm, Baby. Ist doch alles gut. Allerdings hoffe ich, du hast das Fehlen in der Schule besser im Griff als Kevin. Wie kannst du nur sowas sagen? Warte, warte, dieser Kevin, was genau ist das? Ja, ja, der Kevin. Welcher Kevin? Es ist ganz einfach. Kennst du Kevin aus unserer Stufe? Nein. Kannst du ausschließen, dass es ihn gibt? Nein. Genau das ist der Punkt. Wir wissen auch nicht, ob er nur ein Mythos ist. Aber schon seit geraumer Zeit geht man von der Existenz des Kevins aus, der nur jede vierte Stunde zur Schule erscheint, ohne dass es jemand merkt. Bullshit. Jan, geh nicht aus meinem Sichtfeld. Das ist fast genauso dämlich wie deine damalige Detektivbande. Die Krusek Boys waren ein international kooperierendes Netzwerk aus Superagenten. Du hast mit deiner Schwester den Müll der Nachbarschaft durchwühlt. Und einen Eichhörnchen trainiert, der in fremde Häuser einbricht. Und dann ist Mr. Butterfingers einfach an seinem großen Tag abgehauen. All das Training war umsonst. Ja, genauso wie ich gleich. Ach komm schon, als ob dein geheimer Quatsch auf Werner nicht besser wäre. Das ist was vollkommen anderes. Außerdem habe ich es ihrem Vertrauen erzählt. Moment, etwa der Lukas Werner? Ja, der Lukas Werner. Die Legende unserer Stufe. Hier ein kleiner Einblick. Was schreibst du denn? Philosophie bei der Kammer. Das ist nicht dein Ernst, Negin. Ich bitte dich. Es gibt Lehrer, für die muss man einfach gar nichts vorbereiten. Wenn ich es genau wissen wollte, ich habe sogar eine Liste über Lehrer vorbereitet. Wollt ihr sie hören? Nee, eigentlich nicht. Nummer 1. Also ich muss sagen, sie haben ihre Leistung echt enorm verbessert und ich hoffe auch wirklich, dass eine gute Note dabei zustande kommt. Ich habe beschlossen, ihnen heute die Epo-Note 3 Punkte zu geben. Ich denke, das ist sehr fair. Jan, ich habe mir überlegt, einen blauen Würfel zu nehmen, aber diesmal nur einen Würfel. So, Frau Himmelmann, nun sind wir bei Ihrer Note. Also, ich denke mal 15 Punkte sind da. Tintorbi. Ja, A-Quadrat plus B-Quadrat. Ich gebe Ihnen jetzt noch einen Versuch.
A Quadrat minus B Quadrat? Wie kann man so dumm sein? Ich verstehe nicht, wie kann... Laut Lehrplan üben wir heute mal ein bisschen interpretieren. Wir haben das Thema Romantik, deswegen habe ich hier eine wunderschöne blaue Blume hingemalt. Jan, vielleicht du. Hast du was dazu zu sagen? Vielleicht die Sehnsucht? Eher nicht. Hat jemand noch was dazu zu sagen? Ja, Caro! Also ich würde sagen, dass die blaue Blume für die Sehnsucht nach Liebe und Freiheit steht. Genau, Sehnsucht ist das Stichwort. Wir hatten ja schon in der letzten Stunde Voltaire als Philosoph. Viele Physiker kennen ihn noch. Die Spannung in der Luft. Ah! Apropos, Spannung in der Luft. Zu der Zeit war ich mit meinen Eltern in Dresden. Früher, als ich so alt war wie ihr, waren wir nach Genf gefahren, zu fünft. Wir hatten da ein super Pub. Wo wir gerade bei Blumen sind. Ich habe in meinem Garten letzten Sonntag Sonnenblumen gepflanzt. Immer gesagt, Kosek, setz dich woanders hin. Der sagte immer wieder, Katz. Und so hat Gorbatschow seinen Fleck bekommen auf die Stirn. Enttäuschung, unser heutiges Thema des Unterrichts. Enttäuschung. Ihr seid eine Enttäuschung. Ich habe keinen Bock mehr, hier Unterricht zu machen. Hier, überall 0 Punkte. Schnitt 0. Was soll ich damit? Ihr seid der Abschaum der Gesellschaft. Oh Mann, da gehen sie dahin, meine 15 Punkte. Mach dich locker, Negin. Wovon handelt die Arbeit überhaupt? Was der Mensch hoffen darf. Einfach alles. Außer die Existenz ist keine Zulage. Egal, es klingelt gleich. Ich muss los, sonst wird Herr Tyroff wieder sauer. Kann man so dumm sein? Die Tage verflogen, das Abi kam näher und der Stress verstärkte sich exponentiell. Einige von uns konnten damit prima umgehen, andere eher weniger. Und allmählich wurde uns bewusst, was uns nun erwartete. Das wahre Leben. Aus reinem Interesse, Flo, was machst du eigentlich in Zukunft? Ich wollte schon immer mal den benachteiligten Kindern in Afrika helfen. Oh, das ist richtig süß von dir. Nein, ernsthaft, ja. Ich werde Gründer und Anführer einer Religion basierend auf der jahrhundertelangen Tradition der Bro-Seligkeit. Eine Bro-Legion sozusagen. Ihre Bibel soll ein von mir geschriebenes Buch werden, der Bro-Code. Was für uns wie ein Spaß klang, wurde leider Realität und führte 2034 sogar einen Glaubenskrieg gegen den Islam. Vergiss die Bro-Legion nicht. Und selbst Jan, wie sieht's aus mit deinem Architekturstudium? Großartig. Großartig. Du hast also noch keinen Plan? Ich würde es eher als Sortierungsphase bezeichnen. Und als ob du schon einen Plan hast, Negin. Ich habe dank meinem Vater eine Reporterausbildung im Außenstudio des ZDFs in Washington sicher. Also eine Sortierungsphase. Chiara, und deine Kunstausbildung? Ich bin vorgeladen vom Künstlerischen Institut in Paris, um meine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Die Stellen scheinen ganz schön umkämpft. Wenn du noch Übung brauchst, stehe ich dir gerne als Nacktmodel zur Verfügung. Oh, ekelhaft. Ich zahle auch für das Bild. Red weiter. Baby! Sei still, ich brauche das Geld zum Shoppen, mein Gott. Ja, ehrlich gesagt, habe ich alles bei Tipico verloren. Also, falls jemand interessiert, ich habe auch ein Studium vor. Und zwar Jura. In Berlin. Ja, interessiert keinen. Pass auf, mit wem du dich hier anhängst, mein Freund. Meine erste Amtshandlung als Vorsitzender des Bundesverfassungsgerichts wird sein, deine dämliche Religion zu verbieten. Heute bekannt unter dem Centorbi-Paragraph 2042. Entschuldigt mich bitte einen Moment. Ist alles gut, Babe? Ich brauche mal kurz frische Luft. Komisch, sie hat ihre Raucherpause doch schon. Ich guck gleich mal nach ihr. Hey, Chiara. Wie geht's dir? Gut. Sicher? Ich kenne dich doch. Komm, sag, was los ist. Weißt du, während unseres Gesprächs gerade eben ist mir einfach klar geworden, wie unsere Zukunft aussehen wird. Mit ein wenig Glück werde ich in Paris sein, während die große Liebe meines Lebens einem Studium in Berlin nachgeht. Negin wird in den USA sein und du als mein bester Freund wirst mich auch verlassen. Du hast Flo und seine dämliche Religion vergessen. Aber hör mir jetzt zu. Ich meine, ob wir uns jetzt
final trennen oder nicht, hängt doch einzig und allein von uns ab. Und bei allen wirklich wichtigen Dingen da zu sein, ist halt unmöglich. Aber wir können uns wirklich bei den wichtigen Dingen treffen, um unser Glück zu teilen. Und das ist schon ein sehr großer Erfolg, finde ich. Du bist und bleibst ein hoffnungsloser Romantiker. Aber auch du musst dir eingestehen, dass die Zeit erbarmungslos ist. Und dass sie irgendwann, früher oder später, gegen uns ticken wird. Mein Gott, manche von uns werden vielleicht nicht einmal 30. Wer weiß, vielleicht wird es sogar auch einen aus unserer Gruppe treffen. Aber sie läuft doch gerade gar nicht gegen uns. Genieß doch einfach die Zeit, die wir jetzt noch haben und die neuen Chancen, die sich auftun werden. Du weißt, wir sind immer nur einen Anruf von dir entfernt. Schließlich gibt es immer noch ein Mittel, das alle Wunden heilt. Welches? Die Zeit selbst. Sie kann beängstigend wirken, aber auch als Ursprung der Hoffnung dienen. Die Hoffnung auf einen guten Job, eine Familie, ein erfülltes Leben. Alles Dinge, die mit der Zeit kommen werden. Aber nur, wenn du diese Hoffnung erkennst, wirst du ein erfülltes Leben haben. Und lass mir noch eine Sache gesagt sein. Meine Liebe zu dir wird immer vorhanden sein. Und Chiara, du weißt genau, dass mein Leben ohne meine beste Freundin nicht komplett wäre. Ja, ja. Auch wenn vieles verfallen mag, würde es doch immer eine Emotion geben, die uns zusammenhält und alle Zeiten überdauert. Liebe. Oh wow, Flo, das war wunderschön. Wirklich? Gestern hat er nicht gezogen. Und schon ist es wieder kaputt. Aber danke, Jan, für deine lieben Worte. Bitte vergiss nie, was ich gerade gesagt habe. Auch wenn du nicht weißt, was kommen mag, du kannst immer auf uns zählen. Und Kinder, ich bin froh, wie es gekommen ist.